Ja. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Und nicht vergessen, abonnieren. Und wenn es zum Schluss gefallen hat, Daumen hoch. Wo ist er hin? Abgehauen. Das ist unfassbar. Wir haben hier etwas zugeschickt bekommen von jemand aus Landshut. Aus dem schönen Niederbayern. Liebe Grüße aus dem schönen Niederbayern, schreibt er. Liebe Grüße aus dem schönen Köln. Das ist quasi zentrale Hauptstadt in Nordrhein-Westfalen, ne? Ja, aber ist Karneval. Ist schon Karneval? Ist schon Karneval, klar. Ja, bist der Norris. Ja, der 11. Jetzt geht's wieder los. Also, das ist ja so. Eigentlich wird das jetzt so die Standardausrüstung, da ich ja sowieso immer aussehe wie Minion, sagen so viele. Wir gehen auch Karneval so weg mit der ganzen Firma. Da drauf, ist ja keine Ahnung. Geil, oder? Ja, super. Das ist echt spitze. Ja, ja. Karneval ist ja für mich, ne? Ja, vor den Schutzbrille, ne? Da bin ich weg. Ja, du bist ein englisches Pausenbild. So, auf jeden Fall. Wo bist du jetzt? Jetzt mal hier zur Sache. Ich habe erstmal schöne Grüße aus dem schönen Nordrhein-Westfalen nach Niederbayern geschickt. Okay. So, hier ist jemand, der kauft. Der hat 5 Firmenfahrzeuge, Flottenfahrzeuge. Und die kriegen alle. Nimm 2. Also, du willst doch jetzt nicht lachen. Ja. Du lachst doch schon. Lachgummi. Ich will auch mal lachen. Das kann, ja, vielen Dank. Das kann ich nicht mehr erzählen. Tja, Patrick. Ist genug. Und schmatzt nicht der so, das ist lecker. Nicht zu viel. Lachgummi, happy. Und die rosten schnell, steht da drin, ne? Mhm. So, nun zu seinem Problem. Ich bin Inhaber einer Firma mit 5 Flottenfahrzeugen. 95% Skoda. Nur Neuwagen oder Jahreswagen. Da wir jährlich viele Kilometer leisten. Bei unserem Skoda Rapid, Baujahr 2017, den hat er gebraucht gekauft. Und da hat er schon 28.000 Kilometer runter. War nach 56.000 Kilometern. Stand. Mache ich jetzt immer so. 2019. An der Hinterachse die Bremsanlage Schrott. Hinten links schleifte das Rad dauerhaft. Die Anlage machte Geräusche. Bremsleitung, Leistung sehr schlecht. Seitdem streitet er sich mit dem Skoda-Händler um. Skoda hat hier keine Garantie übernommen. Er hat gesagt, das ist ein Standschaden. Ein Standschaden. Aber der hat den Wagen irgendwie noch gekauft. Ja. Wie war das? Hat doch hinten irgendwie geschrieben. Bei 28.000 Kilometer. Ja, passt. Kannst durch. Also von mir aus geht's. Hört sich aber auch komisch an, ne? Da haben die gerade einen Rußpartikelfilter ausgebaut. Der Rußpartikelfilter geht zum Reinigen. Oh, der Qualm. so sieht das aus, wenn kein Partikelfilter dran ist. Lecco mio, ey. Hammer. Also ja, nochmal zu den Wagen. Der A4, hat er den gekauft mit 28.000, glaube ich, habe ich eben 28.000 Kilometer. Ja, 28.200 Kilometer. Es wurde TÜV, also Hauptuntersuchung und Kundendienst neu gemacht. Jetziger Kilometerstand 53.800. Ja. Und dann ist er dann zu Skoda zurückgegangen und hat gesagt, hör mal, kann nicht sein, ich bin seit 8 Monaten 26.000 Kilometer gefahren. Das kann ja nicht sein, dass die Bremse Hinterachse schon Schrott ist. Das ist ein Standschaden. Guckt euch mal die Bremse an. Also, wenn das ein Standschaden ist, ne, dann stellen wir uns eine andere Frage. Boah, guck dir das an. Wie hat das Auto denn die Hauptuntersuchung bestanden? Ja, vor allen Dingen Standschaden. Ja. In 8 Monaten 26.000 Kilometer, der Wagen wird ja richtig bewegt. Ja. Also es gibt ein Thema mit Standschaden, das heißt, die Autos stehen viel und fangen dann an zu rosten, aber sowas, dass eine Scheibe sich so zerlegt und dass der Skoda-Händler dann sagt, oh nee, komm, da gibt's keine Gewährleistung, oder zumindest was entgegenkommt. Also die haben alles neu gemacht und er hat das alles selbst bezahlen dürfen. So viel habe ich hier rausgelesen, ich habe das noch nicht alles durchgelesen. Ja, der ist natürlich stinkesauer da drauf, ne? Was man ja auch verstehen kann. Ja, vor allem, aber er schreibt ja auch, was für eine Qualität ja. Erstausrüster-Qualität ist, was die so für eine Qualität verbauen. Ja, also, da muss ich aber ehrlich sagen. So nee, da bin ich jetzt aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen von überrascht. Ich sage mal so, kauf mal lieber Original, aber da weißt du, das langsam auch nicht mehr weiter ist. Dann löst sich der ganze Laden endlich ab. Das ist auch VW-Gruppe, ne? Skoda. Ja, ja. Aber wer macht denn hier die Qualität für das? Wer sagt denn, wie das auszusehen hat? Die Bremsklötze sehen noch aus wie neu. Also von der Stärke her. Vom Zustand sehen die fürchterlich aus. Ja,
Scheiß. Ja, das Beste daran ist die Lachgummis. Ist gut, danke. Lach einfach mal ein bisschen darüber. Ja. Also, das ist ja echt unfassbar. Da kannst du nur weglachen. Danke für das Zusenden. Wir sind auch sehr überrascht. Und dass Skoda sich da nicht was entgegenkommt. Hm. Zumal er so viele Autos hat aus dem Hause Skoda, ne? Ich sag ja, mit einer Reklamation kann man auch Kunden gewinnen. Mhm. Oder vertreiben. Ja. Hier ist es eher vertrieben. Also mich hat er vertrieben damit. Ich habe da draußen einen Fiesta. Der ist aber an der C reingeschleppt worden. Er hat irgendwie ein Problem. Der ruckelt. Und der C hat da was ausgelesen. Den holen wir schon mal eben rein. Gucken wir uns mal an. Räumen wir weg. Da, da. Kannst du mich hören? Manchmal ist es ja mit der Funkstrecke, wenn die Fenster so zu sind, nicht so gut. Aber du kannst mich hören, das ist prima. Hier haben wir einen Fiesta. Fiesta von 2007. Hat gelaufen 95.544. Und die Kundin bemängelt beim Gasgeben, dass er so ruckelt, der Wagen. Ich habe das jetzt nicht gemerkt beim Reinfahren, das Ruckeln, aber das ist der Ruckel und der ADAC hat hier ausgelesen, dass er einen Verbrennungsaussetzer haben soll am ersten Zylinder. Oh, schauen wir uns das mal an, indem wir hier mal den... Was haben wir, 85, 66? Anton Cäsar Ida. Anton Cäsar Ida. Oh, hier. So, mal den OBD-Stecker rein und lesen das mal aus, was er bei uns anzeigt. Wie viel Hubraum hat er? Der hat keinen Hubraum. Guck mal. 1299 oder 1242? 1299. Dann nehmen wir den hier. So, was ganz häufig bei den Fahrzeugen ein Problem ist, ist die Zündkabel oder die Fehlercode, Motor. Die Zündspulen. Aber wenn es Zündspul ist, dann hat er den Aussatz immer. Jetzt beim Reinfahren habe ich mich nichts gemerkt. Mal gucken, was er abgelegt hat, was gespeichert ist. Ob du recht hast oder nicht. So. So, Patrick, wenn das jetzt kommt, oben links. Verbrennungsaussetzer. Zylinder 1. Verbrennungsaussetzer. Also Verbrennungsaussetzer heißt, entweder hat er ein Problem mit der Einspritzdüse oder hat ein, also kraftstoffseitig oder zündungsseitig. Erfahrungswert ist bei dem Wagen ganz häufig, dass der... dass die Zündkabel kaputt sind. Die sind da hinten, hier hinten kann man sehen, was ein Problem mit den Zündkabeln ist. Wir machen mal die Zündkabel raus und drehen mal die Zündkerzen raus und schauen mal. Das Paket für dich, für einen Holja Putsch. Für eine Holja Putsch. Holja Putsch. Holja Putsch. Holja Putsch. Junge, hi. Holja Putsch. Aus Utscheid. Holja Putsch. Ja. Ist das? Ja, da bin ich. Das nee, kann der nur hier sein. Heißt Holger Pasch, aber ist ja scheißegal. Junge, kann da nur wieder irgendwas Komisches sein. Das kann nur hier sein. Ja, unterschreibt mal für mich. Ja. Holja Putsch. Super. Danke. Dank noch. Aus wo kommt das denn? Guck mal. Holja Putsch. Naja. Bremsen. Mein Gott, Bremsen, was ist das denn? Komm, pack mal direkt aus. Bremsenteile. Ey, Mama, was schicken die uns jetzt alle hier? Das ist ja... Ich wüsste nicht, wo die den Schrott entsorgen sollen. Ja. Mann. Ich schimpfe ja immer darüber, was alles so in China produziert wird. Mit den ganzen Transportkosten und sowas. Und Junge. Hallo liebe Autodoktor, wir sind durch euren YouTube-Kanal aufmerksam geworden. Letzte Woche habe ich und mein Bruder beim Räderwechsel festgestellt, dass an unseren Bremsscheiben Korrosion bedingt
Teile der Bremsscheibe wegbrechen an der Belüftung. Haben wir das Thema jetzt gerade gehabt? Jetzt kommt der DHL-Fahrer an mit Bremsscheiben. Opel Corsa 2006er 1.4er und ein Opel Corsa 2006er 1.2er. Wir waren mit den beiden Autos wenige Monate zuvor in der Werkstatt für HU und AU. Da wurden nur die Beläge erneuert. Wir waren jetzt noch mal da gewesen und zwei Werkstätten weigerten sich, die Bremsscheiben zu erneuern. Ich und mein Bruder haben dann am Wochenende die Bremsscheiben und die Beläge an der Vorderachse selbst erneuert. War das erste Mal für uns, scheint aber geklappt zu haben. Haben eure Videos gaben dabei zum Teil Hilfestellung. Ja, okay, gut. Ich lese das nicht komisch vor, das ist wirklich so geschrieben. Ne? Den Rost auf der Bremsauflagefläche haben sie bekommen, da sie nach Demontage etwas im Regen lagen. War im eingebauten Zustand noch glatt. Wir hatten die Schadensbild vor 2 Jahren beim anderen Corsa. Ja. Gut. Dankeschön, dass du uns das schickst. Also, kostet doch eine Höllenkohle, uns das hier hinzuschicken. Und das ist nochmal der Verschleiß. Ja, aber hier wurden nur Beläge neu gemacht und nicht die Scheiben. So, und da laufen natürlich die Belege auf die Scheiben ein, und zwar richtig kräftig. Ne? Naja, das ist natürlich ein Wahnsinn, dass eine Werkstatt da noch neue Beläge drauf macht. Das sieht bei denen hier genauso aus. Hier kann man schön sehen, wie der Belag, der als neuer Belag auf eine alte Scheibe drauf gemacht wurde, diese Ränder hier entstehen lässt. Oder sich hier erstmal hier einfrisst, bis es dann überhaupt erstmal auf dem ganzen Belag packt. Ja, also da verstehe ich. Ich verstehe die Werkstätten auch nicht. Da sieht man ja auch hier, ne, wie der Rand hier drauf gewirkt hat. Der bremst dann erstmal nur auf dieser Kante. Diese Kante, ne, die entsteht hier vorne, da an der Ecke. Ne, das ist ja wie auf Schienen geht das Ding hier. Ja. Diese Kante sorgt natürlich für Geräusche auch und dann keine richtige Bremswirkung. Also, ja. Aber sie haben in jedem Fall Qualität eingebaut. Das ist ja das, was sie jetzt eingebaut haben hier. Genau. Und der heißt hier Plück und Brrl. Ich heiße ja Heuer Patsch. Patrick und Marcel, vielen Dank. Aber Dankeschön Holger dafür. Patsch. Großes P, kleiner. Ja, Dankeschön fürs Schicken. Super. Unser Schrottfritzel freut sich. Also wenn ihr uns, also ganze Bremsscherben und sowas, da macht er hier Umsatz, wenn er die Sachen zum Entsorgen bringt. Ja. Gut, wir waren hier an dem Fiesta ja dran. Ist es oft das Problem, dass hier die Zündkabel kaputt, die habe ich ja gerade schon gesagt, bevor hier der DHL-Fahrer kam. Hallo. So, und wir machen jetzt, warte, ich will mal ganz kurz, hier, kurz. Da, da. So, wir machen jetzt weiter und. ja, ich bin witzig, ne? Wir haben Lachgummi. So. Ich habe Lachgummi gegessen, da muss ich ja lachen, Junge. Das Schöne ist, bei dem Fehler, den wir haben, Verbrennung Zylinder 1, sagt er uns, diese ganzen möglichen Ursachen, die es haben kann. Und dabei schon Kurzschlusswiderstände im Stromkreis, Sensordefekt, Einspritzventildefekt, Falschluft, ne, das ist keine Falschluft, das müsste Nebenluft heißen. Luftmassenmesserdefekt, Abgasrückführung aktiv. Wenn die Abgasrückführung offen stehen bleibt, dann Abgasrückführung ist ja dafür da, dass ein Teil der Abgase, die aus dem Fahrzeug rausgehen, in den Auspuff, in den Schalldämpfer, ein Teil davon wieder mitverbrannt wird, um die Schadstoffe zu minimieren. Kraftstoffdruck und dann die Schadstoffe minimieren. Kraftstoffpumpendefekt, Zündung fehlerhaft, Steuergerätdefekt. Ich glaube, es ist Steuergerät kaputt. Du sagst Steuergerät kaputt? Ja, das ist das Letzte, was hier drin steht. Dann würde ich sagen, machen wir das schon mal neu. Nein, oft ist das Thema, dass die Zündkerzen relativ spät gewechselt werden. Und wenn die Zündkerzen relativ spät gewechselt werden, erhöht sich der Widerstand der Zündkerze und dadurch brennen ganz, ganz oft die Zündkabel durch. Oder die Zündkabel oxidieren hier innen drin. Da ist es nicht. Oder der Funken haut da drinnen ab. Kann man hier mal gucken. Nee. Ist auch gut. Guck mal hier, du hast jetzt hier gerade. Guck mal, wie hell das hier ist. Siehst du das? Bei den beiden hier. Meine Kerzen, was gucken wir das mal an? Schau mal. Ja, okay, jetzt sieht so aus, als wenn da vielleicht schon mal was gearbeitet hätte. Kabel da aneinander. Ja, aber das ist nicht der erste Zylinder, ne? Das hier ist der vierte. Ja, der hängt aber mit denen zusammen. Guck.
Ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon umbauen. So. Guck mal, der hing ja hier dran und hatte Verbindung zu denen hier, so. Und das ist die andere Geräusche. Ist das ein Fliegeralarm oder was? Ja, kann sein, dass sie jetzt zusammengegangen sind. Weiß nicht. Lass uns mal die Kerzen anschauen und gucken, wie der Verschleiß der Kerzen ist. Weil es ist wirklich so, dass diese Zündkabel recht empfindlich sind. Ja. Und dass dann die... Der Funken überall hingeht, nur nicht an die Kerze. Genau, ja, der Widerstand größer ist und dann der Funke dann irgendwo anders hinklatscht, weil der Strom eine faule Sau ist und dann einfach in eine andere Richtung flitscht. Ja. Das macht er gerne. Was? Was? Tada! Jetzt muss ich wieder ein Lachgummi nehmen, ne? Ah ja, guck. Die sind verschlissen. Ja. Das sieht man vor allen Dingen im hinteren Bereich. Die sind verschlissen? Wo die Elektrode so abgerundet ist. Normal ist die Elektrode richtig schön kantig. Nimm mal, ich hole mal. Mal eine neue. Die ist richtig schön kantig. Kannst du das schön sehen? So. Wenn das so abgerundet ist, kann man schon daran sehen, dass sie schon sehr hohe Laufleistung hat. So, jetzt kommt die neue Kerze. Ja, da sieht man, hier sieht man den Unterschied. Ne? Da das ist noch so ein schön, wie so ein Zylinder. Ne? Ja. Und da hinten, das ist... Schön weggebrannt. Ja. Der Elektronenabstand ist auch, ne? Da kannst du auch sehen, der Elektronenabstand ist auch ein kleiner Unterschied. Ja. Okay, die sind auf jeden Fall verschlissen. So, und wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, das kann dazu führen, dass die Kabel kaputt gehen. Wir machen jetzt so, dass wir die Zündkabel machen wir raus, die Zündkerzen machen wir jetzt raus, machen neue Zündkerzen rein. Das muss sowieso. Und neue Zündkabel. Und dann machen wir neue Zündkabel rein. Es könnte jetzt noch sein, dass wir ein Problem mit der Zündspule haben. Aber wie gesagt, der Fehler ist ja jetzt gerade nicht da, obwohl der war auch schon schön warm ist. Ich hole mal neue Kabel. Ja, genau. Und dann machen wir der Kundin jetzt auf jeden Fall noch neue Zündkabel rein. Und dann nicht nur die eine von dem ersten Zylinder, weil die anderen dann, dann auch irgendwann kaputt gehen. Dann machen wir einen kompletten Satz rein. Und wenn der Schaden... Wenn das Problem wirklich noch da sein sollte, das heißt, dass wir jetzt ein Problem mit der Zündspule haben, dann legen wir die Zündkabel, legen wir ihr in den Kofferraum, dann tauschen wir die wieder aus und dann brauchst du die nicht zu bezahlen, weil wir dann die Zündspule erneuern. Also jetzt alles einfach zu erneuern, das machen wir nicht, das ist einfach zu teuer, so eine Spule kostet auch 100 Euro in erstausrüster Qualität. Deswegen machen wir... Ich habe mal vier Kabel mitgebracht in verschiedenen Längen. Das ist ja sehr schön, lieber Hans-Jürgen. Du bist ein richtiger Fachmann. Ja, sind verschieden. Also ich habe mal probiert, sie sind tatsächlich unterschiedlich lang. Ja, ne? Ja. Ja, so viel dazu. Weißt du denn noch, wo die alle hingehören, die ganzen Zündkabel da? Das ist nicht wichtig, ist ja egal. Ob der Funke kommt. Okay. Nee, da war natürlich jetzt Quatsch. Die Zündkabel müssen immer auf die richtige Stelle. Ja, wir haben noch also. Die Zündung an. Ne? Ich kann den Fehlerspeicher mal löschen. Ja. Man muss auf jeden Fall auf die richtige Stelle, ja. Weil ansonsten gibt es Fehlzündung. Fehlerspeicher löschen, ganz wichtig, damit wir bei der nächsten Aktion, wenn er dann tatsächlich reinkommt und sagt, es ist kein Fehler mehr da, dann ist alles gut. Wenn noch ein Fehler da ist, auslesen und gucken, wo ist er dann. Welchen Fehler hat er dann? So, löschen. Löschgang durchgeführt. So, Roger. So, jetzt kann ich die Zündung wieder ausmachen. So, Wagen haben wir jetzt schon vorgeschoben, weil die anderen ja auch noch ein bisschen weiter arbeiten müssen. So, hier tun wir die alten in den Karton rein. Falls das nicht der Fehler ist, können wir die immer wieder reinmachen. Genau, die legen wir, verwahren. Legen wir ins Auto. Warte mal, eben Probefahrt laufen lassen. Macht man auch am besten immer, um zu schauen, ob der Wagen läuft. Jo. Der läuft gut, der läuft prima. Ja, warte. Wollen wir mal am Beifahrersitz. Gut, wo ist der Luftfilterkasten? Der war vorhin noch da. Der hier oben. Ah, okay. Ja. Gut. Ich muss aufbauen, die Klammer hier noch
draufsetzen und dann. Hier den Schnorchel noch? Ja, den musst du ein bisschen verdrehen. Ein bisschen, ja. So. Klack einrasten. Okay, dann würde ich sagen, holen wir die nächste Ware rein. Das ist auch eine mega teure Nummer, die da kommt. Unglaublich, vor allem wie wir da drauf gekommen sind, die Fehler. Da-da. Guten Tag. So, was den Ton dazu. Haben wir einen Ford Mondeo mit einem 1,6 Liter Motor mit 88 kW. Der Wagen hat folgendes Problem, der zeigt immer im Fehlerspeicher an, Nockenwellensensor 1. Also der Nockenwellensensor sitzt hier oben im unter dem Ventildeckel, Einlassnockenwelle, Auslassnockenwelle und diesen Sensor zeigt er mal an. Diesen Sensor ist natürlich erneuert worden, trotzdem zeigt er ihn an. Ich habe zwei Stück davon, einen hier auf der Seite und einen auf der Seite. Einlass- und Auslassnockenwelle. Auslassnockenwelle. Und diese Nockenwelle gibt normalerweise, ich habe das Bild leider nicht mehr, die gibt eigentlich folgendes Signal raus. Hier haben wir eine gewisse Spannung und hier ist die Zeit. So, und die gibt also ein Signal raus, das ist das Nockenwellensignal, so, und dann bricht das Signal wieder ab, geht weiter und dann kommt hier nochmal so ein kleiner. Und dann geht es weiter und dann nochmal so. So, und dieser, und dann kommt dieser kleine. Schön. So sieht das Signal aus. Ich kann schön malen. Ne? Normal. Ja, der Bildschirm ist da zu Ende. Achso, Time, siehst du? Time, say goodbye. So, auf jeden Fall. Dieses Teil darf nicht da sein. Dieser kleine Höcker. So, dann haben wir hin und her, hier gibt es eine Verstellung vorne. Das kann dazu führen, wenn diese Verstellung schwingt. So, und wenn wir den, was wir herausgefunden haben, ist, wenn wir diesen Sensor nehmen, diesen Sensor ein losschrauben und ein bisschen anheben, dass er etwas von der Nockenwelle weg ist, ist es weg. Ist dieser Pinnacle weg. Mhm. So, der sorgt dafür, dass der Wagen auch teilweise in den Notlauf reingeht. Nach langem Suchen hin und her haben wir dann gefunden. Machen wir ein bisschen Licht zeigen, weil das ist einfach echt eigentlich auch unglaublich. Was denn? Hier ist die Nockenwelle, die darf sich kein bisschen bewegen, die Nockenwelle. Also, achso, hier ist das Geberrad, ne? Da, das, was dafür sorgt. Das ist der Nocken, der daran vorbeischleicht. Dass dieses Teil kommt. So müsste ich es im Prinzip vorstellen, dass dieser Pinnacle hier kommt. So, und schaut mal die Nockenwelle. Das Spiel. Mal sehen. Das heißt im Umkehrschluss. Im Umkehrschluss heißt das? Die ganzen Lager hier. Heißt das, wenn man hier auf die Lager guckt, da hat schon mal jemand was an dem Motor gemacht. So, guck mal, wie die Schrift hier drauf ist, auf diesem Lager. Und da? Und da. Da zeigen sie alle in die Richtung. Also ich kann alle Schriften von hier lesen, nur die steht am Kopf. Genau. Was? So, und eine. Ups, was ist das? Zu klein. 10. So, da hat irgendjemand den Motor, was an dem Motor gebaut, hat er den Motor auf jeden Fall was falsch zusammengeschraubt. So sieht es zumindest aus. Und dadurch kam es dann zu einer Mangelschmierung hier am letzten Nocken. Am letzten Nocken. So. Mangelschmierung heißt, das läuft ein an dieser Stelle. Und wenn zu wenig Öl einläuft an dieser Stelle, sieht die Nockenwelle so aus. Oh, guck mal, ich mache mal das Öl ab hier. Da kann man schön sehen, wie sie gefressen hat. Scheiße. Fressen heißt, die hat sich dort reingearbeitet. Das kann man hier auf der Seite auch sehen, wie es sich da auch reingearbeitet hat. Hollalö. Das ist ganz schön lecker übersetzt. Ist das ein Motorschaden, da muss, oder? Instandsetzer geben das Teil. Da muss der Kopf bearbeitet werden. Wenn so Hülsen kann man da so reinsetzen. Gibt es so Schalen, die man reinsetzen kann? Ja, so Schalen, ja. Ja. Ich glaube ja. Das muss man aber dann zum Instandsetzer bringen. Gibt es ja häufig das Problem, dass du, wenn sowas kaputt ist, direkt eine neue Maschine kaufen musst, ne? Ja. Wir sind jetzt gerade noch am Eruieren, wie wir das, was wir machen können. Und das ist klar. Dann flattert
dann flattert die Nockenwelle und sorgt dann dafür, dass nochmal so ein kleiner Ponückel, so ein Impuls dann da rauskommt. Wenn der gerade hochkommt, hast du dann den zweiten Absatz da drin. Genau. So. Unfassbar. Hat irgendeiner Mist gebaut, aber. Scheiße. Gut. Also, ich habe sowas auch noch nicht gesehen in dieser Form. Auf jeden Fall ist da die Schale verkehrt rum eingebaut worden. Das wird teuer. Jo. So, Lieben, das war so ein bisschen Karneval-Special. Achso, ja, wir waren jetzt am Wochenende, waren wir mit der ganzen Firma, waren wir unterwegs auf einer Karnevalsveranstaltung. Guck mal, da haben wir mal ein Bild gemacht. Das ist auch gar nicht im Internet. Guckt euch das Bild mal an. Oh, oh. Sind die alle hier ein bisschen bekloppt. Wir freuen uns jetzt auf die verrückte Zeit. Jetzt kommt erst mal so ein bisschen Weihnachten. Wie gut hat die den Chef haben, ne? Und ja. Und danach starten wir richtig durch mit Karneval. Ja. Ich freue mich. Der haut da wieder ab, der Bestuste. Ich bin der Kölsch und der Kölsche Buffet. So, Daumen rauf, mach's Daumen gut runter, wie ihr möchtet. Gute Zeit. Bis zum nächsten Abonnieren. Mal. Abonnieren. Tschüss. Tschüss.